So Leute und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Woche, zu einem weiteren Monat hier in Call of the Wild. Und wir sind immer noch beim Damage Grind. Ich hoffe, es wird sich irgendwann jetzt mal bald ändern. Noch sind wir dabei und wir gucken mal, was wir denn heute hier vor den Lauf bekommen. Ja, war ja ein ganz interessantes Wochenende mit euch. Auch vielen, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Abos, die ja noch kamen. Natürlich auch durch den Livestream, den wir am Samstag hatten. Und natürlich auch durch die neue Expedition in No Man's Sky. Ganz viele neue Gesichter gesehen. Und das hat mit euch wieder wirklich Fun gemacht. Ja, ich hoffe, es geht genauso weiter in dieser Woche mit den alten Projekten, wie zum Beispiel hier The Call of the Wild, The Hunter, und allen anderen Sachen, die da noch so kommen mögen und folgen mögen. Ich hoffe, ihr seid da dann auch alle noch lange mit dabei. Das wäre natürlich super. Aber jetzt gibt's erstmal einen richtig schönen Start in die Woche. Auch wenn das Wetter nicht ganz so mitspielt heute scheinbar. Aber das sollten wir doch alle irgendwie hinkriegen. Solange jetzt nicht irgendjemand von euch im Gala oder sonst irgendwo arbeitet, sollte das Wetter doch eigentlich noch ziemlich stimmig sein. Oh, der war ein bisschen weit unten, ne? 150er-Nullung, ja. So ein Cheat. So, da hat er aber nochmal gesessen. Mehr oder weniger. Nein. Siehte, ich war im Kopf gerade bei einer 3-Nullung. Ich weiß gar nicht warum. Wie blöd. Wie blöd. Also ich glaube, da irgendwo ist er lang, ne? Da markieren wir uns mal einfach. Denn. Wir gehen jetzt hier sowieso erstmal rüber, über die Schnellreise. Mal gucken, ob wir da gleich Info finden. In die Richtung. Natürlich so dann nicht optimal, wenn ich mich mit der die Nullung eigentlich richtig einstelle. Dann aber vom geistigen Auge irgendwie eine andere Nullung drin habe und dementsprechend falsch anhalte. Naja, es ist ein typischer Montagmorgen. Ich glaube, das ist die beste Entschuldigung, die ich heute Morgen liefern kann. Ja, ich hatte letzte Woche wenig Zeit vorzuproduzieren, von daher, das werden jetzt wirklich Hauruck-Aktionen über den Rest der Woche. Mal gucken, wie das alles zu stemmen ist. So, ich glaube. Da könnte er gewesen sein, aber es ist nicht der Fall. Hier auch nicht. Ach, wie blöd. Ich hätte ihn doch eigentlich schon mit der markierten Spur hier gehabt, ne? Den habe ich mir natürlich jetzt gerade verkackt, aber da ist er. Gar nicht so schlimm. So, Markierung ist weg. Ich
Ja, nicht so schlimm, nur deutlich anders als geplant. Ja, schön unten drunter, ja. Aber da könnt ihr auch im Wörterbuch nachschlagen. Guckt mal den Duden nach. Schlagt mal auf bei Verkackt. Und da ist jetzt ein Bild von mir und Call of the Wild. Da hatte ich mir am Wochenende auch schon einige Ausreißer geleistet, was diese Audiogeschichten anging in den Aufnahmen. War, glaube ich, nicht ganz so jetzt mein Wochenende, was sowas angeht. Da haben wir auf jeden Fall einen schönen Vierer stehen. Da ist ein Dreier. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich glaube, das zweite Rudel, was hier sonst immer nachgezogen ist, ist schon da, ne? Macht so den Eindruck. Den habe ich ja auch verschissen gerade, ne? So optimal ist echt was anderes, Leute. Lasst die Kritik ruhig raus. Nee, das ist heute, glaube ich, irgendwie nicht ganz mein Jagdtag. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber gut laufen ist dann doch echt was anderes, ne? Oh, hurra. Ah, hau, hau, ha. Okay. Den da hinten schon nicht ganz erwischt, den hier versemmelt. Ja, gut, okay. Der hat nochmal wieder getroffen. Ich weiß nicht, ob der es jetzt rausreißt. Nicht ganz so schön. Für mich zumindest. Ich weiß ja, ich kann es besser. Aber naja, gut. Jetzt versuchen wir mal das Beste noch rauszuholen, was jetzt gerade irgendwie noch drin ist. Hier sind wieder mal keine. Das heißt, wir müssen erst wahrscheinlich wieder die andere Runde laufen, damit wir hier so ein kleines Zeitfenster rausgespielt haben. Das machen wir jetzt auch mal. Ich glaube, hier hat es immer gereicht, ne? Und dann gehen wir rüber. Oder hatten wir da oben die Tour auch noch mitgenommen? Westlich von der Location, wo wir gerade waren. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Mhm.
Okay. Okay. Leute, haben wir diesmal hier eine komplette eine komplette Nullrunde. Rullnunde, ja klar, ist klar. Sieht aber nicht schön aus, ne? Wenn wir hier gar nichts abliefern können oder ich in dem Fall gar nichts abliefern kann hier. SO14, also theoretisch hier vom Zeitraum, in dem wir hier gerade an die Location sind, sollte eigentlich was da sein, ne? Was das angeht, liegen wir hier auf jeden Fall gerade echt gut in der Zeit, aber irgendwie wollen die nicht so ganz. Auch hier leer, ne? Nix, nada. Das ist echt merkwürdig. Eigentlich liegen wir doch wirklich gut in der Zeit. So, da haben wir welche stehen. Ich das gerade richtig gesehen, sind das echt nur Weibchen? Ja, das ist ja fast wie ein Weibchen. Nehmen wir den kleinen Bock mal raus. Wo kam das denn gerade her? Ist echt nur der kleine Dreier, der da steht, ne? Da kommt gerade. Ich wollte gerade sagen, da kommt gerade ein Rudel an. Ja, doch, könnte sein, dass die hier gleich im Blickfeld auflaufen. Dann sollten wir uns in dem Fall vielleicht ein bisschen beeilen. Bevor wir hier sonst gleich anlegen und die anderen mit dem Anschuss verjagen. Der liegt. Hat noch geklappt, okay. Ich ein bisschen höher anhalten müssen, ne? Wir geben ihm mal ein bisschen Zeit, vielleicht fällt er gleich noch. In der Zeit gehen wir hier erstmal gerade rüber. Nee, also diese Jagd heute, ich glaube, da werde ich mich nicht wirklich mit Glanz und Ruhm überhäufen lassen müssen. Sondern eher mit Pechkübeln und so weiter. Aber auch da haben wir nochmal einen schönen Vierer bei, ne? Und der treibt hier rüber. Ja, der andere ist auch gefallen.
Ja, ich würde sagen, warten wir mal gerade ab, bis er hier ist, ne? So, und da treibt er schon, da ist er angekommen. In Silber, ja, aber immerhin noch gut erwischt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier hinten rüber und sammeln mal unsere Schandtaten ein. Ich glaube, den hatten wir jetzt noch gemarkert. Ne, da müssten wir eigentlich die grüne Spur haben. Ich hoffe, die finden wir jetzt gleich. Ich hoffe es. Irgendwo hier unten muss er gewesen sein, der Anschuss. Ja, eine hundsmiserable Spur, die wir hier haben. Da liegt er, der war also schon auf dem Rückweg. Also gerade stumpf dran vorbeigelaufen. Oh ja, der ging unten nur ins Muskelgewebe. So, Markierung einmal weg. Ja, das war nicht ganz optimal. Nicht ganz optimal, den habe ich gerade aber auch schön geredet, ne? Eieieiei. Dafür ist der auf jeden Fall deutlich besser getroffen aus dem Winkel, den wir da gerade eben hatten. Zeitlich sollten wir aber eigentlich noch ganz gut damit beiliegen. Und dort haben wir auch keine stehen. Also gehen wir mal direkt hier wieder rüber. Dann können wir gleich hier in den Norden rein.
Schade. Mal gucken, wie es hier aussieht. Zwei Zweier. Stellt sich jetzt aber schön hin. Hoffe ich doch mal. Oh nein. Ja, zumindest die Mädels hier vorne. Die hat es getriggert, reicht aber noch nicht ganz, um da freies Schussfeld zu bekommen. Das sieht schon besser aus. Na, machte zumindest gerade einen Eindruck so. Nee. Leute, auch da haben wir gerade echt so ein bisschen in die Jauchekuhle gegriffen. Ich denke, der wird noch fallen, aber das wird auch dementsprechend dauern noch. Nicht schön, also das ist heute, glaube ich, irgendwie nicht so mein Jagdmontag. Menschenskinder. War nochmal erwischt. Ja, und die haben wir hier auf jeden Fall in die Flucht getrieben. Da könnten wir so eine Chance haben, dass die gleich wieder da sind und sich beruhigt haben, wenn wir den da vorne eingesammelt haben. Und das machen wir jetzt auch erstmal. Nee, das läuft heute nicht wirklich schön.
Theoretisch könnten wir vielleicht auch noch mal den Rücklauf und vielleicht Spawn noch mal ein bisschen triggern, wenn wir ab hier die Schnellreise zum Zelt machen. Bin ich mir gerade etwas unschlüssig. Beides mal ins Schulterblatt. Einmal rechts, einmal links. Der hat es auch nicht leicht gehabt. Ich glaube, wir machen das auch mal. Ja, wie gesagt, nicht ganz optimal, wie es heute gelaufen ist. Schade. Es wird nicht besser, ne? Es wird heute nicht besser, glaube ich. Leute, damit würde ich sagen, den verkacktesten Tag, den wir seit Monaten, Jahren, keine Ahnung, hier hatten. Also so schlimm haben wir es echt schon lange nicht mehr gehabt, ne? Wirklich lange nicht mehr. Das ist echt suboptimal gelaufen, aber Leute, mich hat es trotzdem gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder nach unten, das ist egal. Wie gesagt, YouTube-Algorithmus, ne, der macht da keinen Unterschied. Lasst gerne einen Kommentar da oder ein Abo, ich würde mich darüber freuen. Es kann beim nächsten Mal wieder nur besser werden. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann würde ich sagen, macht euch einen ganz schönen Start in die Woche. Ich hoffe, ihr seid bald wieder mit dabei. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin und ciao. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.